Moinsen, Mahlzeit und hallo, grüß euch mal wieder zu einer neuen Folge von Yuppie Zockt Rocket League. Und heute spielen wir mit dem Darren zusammen, wie ihr sehen könnt. Und irgendwie haben wir nur PC-Gamer drin, so wie es aussieht. Und ich bin voll vorbeigesprungen. Oh Gott! Dieser Yuppie, der kann's nicht. Na. Okay, gut. Das war nix. Das war gar nichts. Mal gucken, wie es beim... schon wieder in die Richtung. Ja, haha, immerhin, der klappt doch. Und? Haha! Ah, schön. Ja. Danke, Darren. Danke, danke, danke. Ja, Darren fährt vor. Darren versucht sich den Ball zu holen. Und da prügelt er sich jetzt ja förmlich fast mit unserem Mitspieler. Den gefühlten 27 Quadraten. Was ist das, ein Quadratschädel? Nein, nein. Oh, schön. Sauber weggeklärt. Und er geht nach vorne. Ja, ihr seht's, ich springe tendenziell eher, dass ich fliege. Mit dem Fliegen habe ich das irgendwie noch nicht so drauf. Also von daher ist bei mir eben eher Springen angesagt. Aber Darren, der kann fliegen, 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 fliegen. Und zur heutigen Folge zum Freitag dachte ich mir, mache ich heute mal eine Ausnahme, spiele ich drei Spiele. Mal gucken, wie die drei Spiele ausgehen werden. Na komm. Ihr müsst schon nach vorne spielen, Jungs. Vorne ist da, wo das gegnerische Tor ist. Und jetzt bin ich nach hinten gekommen und dann kommt der Ball nach vorne. Klasse. Einmal rein. Und, schon wieder abgeprallt am Gegner. Der geht in die richtige Richtung. Mitte, Mitte, Darren. Oder lieber Mitspieler, Mitte. Großartiger Save vom Gegner selber. Herzlichen Dank. Ach ja, schön. Darren kommt gar nicht mehr aus dem Danken raus, wie ihr oben links in der Ecke vielleicht seht. Schön, richtig schön mittig gespielt. Oh, da habe ich Darren erwischt. Und ich habe gehört, dass in meinem Trupp mal wieder mehr Leute sich Rocket League geholt haben. Also werden wir auch wohl demnächst mal ein bisschen Abwechslung hier drin haben im Spielmodus. Denn ja, mit Darren spiele ich sehr, sehr häufig und ich kann es schon fast sagen, dass es regelmäßig sei. Aber vielleicht holen wir uns ja demnächst auch den Swift Vegas mit dazu wieder oder ein bisschen mit The Best Player, Bambi und Co. Der ist schön über die Bande gegangen, weiter über die Mitspieler, aber nein, nicht ins Tor, nicht in unsers. Wir wollen doch gewinnen. Oh. Ja, schön, da habe ich gesehen, dass da leider Gottes unser Mitspieler in dem Augenblick mich weggehauen hat. Der kommt Mitte, ich doch nicht. Ja. Und vielleicht seht ihr es, ich habe eine andere Raketenspur dran. Ah, schade. Da sage ich gerade noch Raketenspur und war abgelenkt. Okay. Ja, ich habe mir eine andere Raketenspur gerade mal eingebaut. Ihr kennt bei diesem Fahrzeug wahrscheinlich, wenn ihr es schon öfter gesehen habt, die Geldspur. Hier habe ich sie gar nicht eingebaut. Genau. Wo habe ich die denn dann? Habe ich die im anderen blauen? Naja,
Ich werde noch mal gucken. Vielleicht habe ich sie ja auch falsch im Kopf. Ich meinte, dass ich das da reingebaut hätte, aber wahrscheinlich habe ich es ins blau-grüne Auto reingepackt. Aber das liegt eben daran, dass irgendwie ich momentan meine Spuren etwas häufiger wechsle. Und dann kommt sowas vor, dass man es mal vergisst. Ja. Den 100er haben wir voll. Da ist der nächste 100er weg. Und schönes Ding. Richtige Richtung. Der muss rein. Der geht hoffentlich. Der geht rein. Baba hat ein neues Tor gemacht. Kaboom. Ja, was für eine Parade. Nee, das war ein Tor. Keine Parade. Und der Ball ist wieder vorne bei den Gegnern. Oh. Ja, da hat Darren was Gutes gemacht. Sehr schön. So kann es weitergehen. Ich spreche schon wieder viel zu gedrückt. Ich spreche schon mal wieder so wie die Radiomoderatoren, die ich nicht leiden kann. Ja, der nächste Titel. Oh mein Gott, ihr werdet es nicht glauben. Der nächste Titel. Und das ist er. Boom. Winner, winner, chicken dinner. Ja, schön. Das war das erste Match und wir haben irgendwie so eine blöde Raketenspur, die eh keiner haben will. Nächstes Match. Da seht ihr. Neue Raketenspur für Yuppie und, ach, das war nix. Hä? Schlafen meine Mitspieler? Schönes Ding, Darren. Sehr schönes Ding. Ja, wie gesagt, jetzt habe ich die neue Raketenspur. Ihr seht's, den Brandsatz, der in meinem Auto zündet. Oh, das war ja wohl gar nichts. Nee. Der geht vorbei, aber er muss ja nicht so nah am Tor liegen, dass er für uns gefährlich wird. Ach, voll auf den Gegner gezielt. Leider. Oh, Ball nicht getroffen. Das wäre beim Fußball wohl ein Foul gewesen. Und es sieht mir aus, als ob Batman da gerade gegen mich spielt. Yay! Das war ein Kullertor. Oh, nee, doch nicht. 30 km/h sogar. Ich dachte, der wäre nur reingerollt. Ja, da oben läuft wieder die Trade-Aufforderung schon. Und mal gucken. Oh, erster Ballkontakt. Die Gegner sind beide vorne bei uns am Tor. Aber Darren ist in Reichweite. Schade. Da ist ein Fatz zu spät gesprungen. Schade, schade, schade. Ja, auf dem Video sah es so aus, als ob er gar nicht gesprungen wäre. No. Hä? Wo ist der Ball? Wo? Da ist der Ball. Ich muss die Ballkamera wieder aktivieren. Ich bin es gewohnt, mit der Ballkamera zu fahren und zu spielen. Einmal hoch. Oh, Mist. In die falsche Richtung. Nee. Oh, da habe ich Darren aus Versehen weggehauen. Nein! Wir haben so schön geführt. Und dann kriegen wir einen auf den... Entschuldigung, Sack. Oder um es wie mein Vater zu sagen, da haben sie uns das Fell verbrannt.
Nee. Nö. Oh, da flog er. Da flog er. Mit der Batman-Karre. Voll angeflogen. Aber It's Lucas schon wieder passend in Montur. Oh, nee, 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 nee. Schönen Dank an Darren. Das war ein großartiger Save. Und Zonal Reiter versucht es weiter mit den Torschüssen. Befreit. In die richtige Richtung und der könnte drin landen. Nein, da ist er vorher da gewesen. Und da ist jetzt Lucas wieder. Nein. Nicht mal irritieren konnte ich ihn damit. Geschweige denn, dass ich den Ball hätte wegkicken können damit. Oh, 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 oh. Der fliegt schön in die passende Richtung. Aber da ist Zonal Reiter wieder. Darren fliegt drunter her. It's Lucas auch drunter her. Und Zonal Reiter schlägt ihn in unsere Richtung. Ah, mit der letzten Berührung dann doch noch gekriegt. Aber, oh, der ist gefährlich. Der ist immer noch brandgefährlich. Darren haut ihn ein bisschen zur Seite. Oh, und da habe ich ihm aus Versehen dann doch den Booster geklaut. Darren springt davor, springt aber daneben. Da hätte ich Darren fast weggehauen. Oh, und da kommt der Ball auf unser Tor zugeflogen. Der fliegt sogar ziemlich gut. Aber zum Glück befreit. Kollision zwischen Darren und mir. Darren schlägt in die Mitte. Ich bin leider nicht mittig. Und da kommt It's Lucas. It's Lucas schießt in Richtung Tor. Das passt schon fast gut. Oh. Der sieht gut aus. Der sieht leider Gottes ziemlich gut aus. Aber Darren, safe. Wow. Krasse Sache. Einmal schön reingehauen, schön drüber. Nein, nicht gut genug drüber gelupft. Darren Richtung Ball versucht zu sichern, sichert. Und Darren wieder vorne. Darren spielt vorwärts. It's Lucas schießt Richtung Tor. Der Ball fliegt zurück. Und hoch, nein, wieder auf Zonal Reiter. Darren außer Gefecht gesetzt. It's Lucas am Ball und nein, das war das Tor. 18 Sekunden vor Schluss. Zonal Reiter hat ihn reingebamst. Gut, mit 42 km/h. Nicht unbedingt schnell, aber er war leider drin. Okay, nächster Versuch. Noch 15. Vielleicht kriegen wir noch die Lösung. Vielleicht kriegen wir noch die Rettung. Er geht in die richtige Richtung. 7 Sekunden, 6, 5 noch. Ich glaube, das Spiel ist... Ja, das Spiel ist gelaufen. Aber wie versprochen, heute 3 Stück. Oh, und eine Kiste. Einmal Turbokiste. Ich glaube, ich bin vorne. Wir spielen gegen Kevin the Beamer und irgendwen anders. Kasper. Scheint Computer zu sein. Oh. Und der Ball fliegt ziemlich schön vor unser Tor, leider. Oh. Und Kasper wurde ersetzt. Gegen Möhre. Und Darren schießt das Tor. Sehr schönes Ding. Mal gucken, wie das jetzt weitergeht. Oh, wunderschön. Da konnte Möhre nichts mehr machen. Da war Darren definitiv zu gut dran am Ball. Ich darf vorrennen und der erste Ball, nee, knapp daneben. Und Mitte, Darren, nein.
Sehr schöner Torschuss, aber leider nicht getroffen. Darren Richtung Tor, Ball kommt auf Darren. Aber Darren sichert das Ding nach hinten weg. Geht vor. Oh, und da war ich zu spät in der Mitte, aber drüben. Nein, schon wieder links außen vorbei. Wären die Tore doch nur etwas größer. Darren schießt und Darren macht das Ding. Da hat er den Boost gezündet und boom, rein, über Möhre hinweg, unhaltbar. Oh, da ballert der Ball aber ganz gut oben hin und her und fliegt zu unserer Hälfte rüber und oh, gut, so viel zu unhaltbar. Ach, Kevin the Nine-Aimer, schön, soll wahrscheinlich Gamer heißen. Da konnte ich nicht mal mehr hinspringen. Da hätte mir kein Training der Welt geholfen. Oh, ich dachte, ich wäre vorne, hinter mir vielleicht Darren. Kommunikationsproblem. Ball fliegt ins Tor. Ich glaube, da ist Kevin the Gamer aufgewacht. Da stand er aber auch sowas von perfekt frei. Gut, jetzt ich wirklich vorne. Gucken wir, fliegt in die passende Richtung, mittig hin. Alle segeln dran vorbei, Darren kommt. Darren haut das Ding nicht ganz gut mittig, sondern etwas zu schwach. Leider über die Bande abgeprallt und oh, ich dran vorbei. Aber dank Darren gerettet. Das ist der Vorteil, wenn man mit guten Spielern spielt. Die retten das Ding aus jeder Lage. Möhre kommt nicht mehr dran. Kevin the Gamer haut das Ding abgefälscht. Darren. Oh. Wenn es doch nur etwas breiter wäre, dann würden wir schon definitiv weit führen. Das sieht böse aus. Das ist böse. 2-3 für uns. Beziehungsweise gegen uns. So ein Mist. Tja, wie sieht's aus? Was plant ihr dieses Wochenende? Habt ihr schon große Pläne, kleine Pläne oder gar nichts? Steht bei euch Entspannung, Familientreffen oder ähnliches an? Oh Gott! Oh mein Gott! Kevin the Gamer haut das Ding wieder ordentlich und leider Gottes, oh, abgefälscht wenigstens. Passende Richtung, Möhre kommt an den Ball, einmal in die richtige Richtung und leider Gottes, Kevin the Gamer noch am Ball. Darren hält den Ball im Spiel. Es sah so aus, als ob hier wieder defensiv angesagt wäre, aber... Nein, 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 was geht denn hier ab? Passende Richtung. Mitte, Darren, mach es, nein! Möhre und Kevin the Gamer vorne. Darren macht einen Save, Möhre bei mir vor der Nase und Möhre sprintet nach vorne. Oh, nein, 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 nein. Oh. Und clever wie ich bin, springe ich drunter her. Das ist das Problem an der Ballkamera. Da hat man manchmal eine falsche Abschätzung. Auch wenn es irgendwie in die richtige Richtung gehen könnte. Aber es fühlt sich so an, als ob man richtig springen würde, auch wenn der Ball anders fliegt. Oh. Danke, Darren. Schön. Oh. Der sah doch aus, als ob er reingehen würde. Mitte. Kevin. Darren. Nein, nicht Darren. Kevin spielt vorne. Oh, Darren hat ihn gesichert. Ich dachte, ich würde ihn noch kriegen, aber da war ich zu spät. Oh, umgehauen von der Möhre. Nee, Quatsch, von Kevin the Gamer.
Möhre im Tor. Möhre schießt das Ding frei und Darren versucht es nochmal. Leider klappt es nicht. Aber da ist meine Karosserie im Weg. Kriegen wir hier nochmal einen auf den Sack? Oh, und wieder zu spät gesprungen. Ich muss das mit dem Springen üben. Ich versuche es jedes Mal wieder und jedes Mal wieder haut es mich aus den Socken. Noch 13 Sekunden. 11, 10, 9. Ist das Ding gelaufen oder kriegen wir den Ausgleichstreffer noch hin? Möhre springt dran vorbei. Und nein, das wäre er gewesen, aber es hat nicht sollen sein. Ja, ich danke ganz herzlich fürs Einschalten, fürs Zuschalten und wünsche euch einfach auf diesem Wege ein schönes Wochenende. Macht's gut und bis nächste Woche. Ciao, euer Juppie.